Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir sind heute wieder hier auf der wunderschönen Counterpay Infinity. Ja. Ich wollte ein bisschen offline machen, ich bin nicht dazu gekommen. Deswegen habe ich gerade einen Helfer gestartet fürs Enden von dem Anfeld, was wir haben. Und warte mal da. Anschicken wollte ich den. Ich schicke da jetzt einmal meine ganzen Traktoren, was ich habe. Der ist hier schon daheim. Den habe ich einmal kurz entladen. Ich habe Ton und Bild und so weiter passt alles. Ich habe nämlich wieder Greenscreen und alles mögliche und da. Deswegen bin ich gleich Schlabiger, was gar nicht in meiner Sicht. Nee, den nicht, aber den können wir haben. Dann nehmen wir mit. So. Mit dem fahren wir gleich jetzt persönlich selber haben. Und dann beginnen wir die Fabriken durchgehen. Diese Fabrik habe ich bei irgendwas, dass der wieder läuft und Diesel produziert, weil wir müssen unser Dieselfass auffüllen auch noch, das ist ja leer. Das brauchen wir zum Tanken bei uns am Hof. Schreibt es mal in die Kommentare, ob das mit der Kamera und so weiter passt oder schlecht ist. Ich habe jetzt die Grafik nämlich auch gerade von der Kamera. War letztens ein bisschen tief eingestellt, aber es hat mir nicht besser da. Schauen, ob es jetzt besser ist. Unter anderem habe ich die Kamera jetzt wieder runtersteht habe, wo ich es da gehabt, jetzt habe ich es da. Greenscreen habe ich vorher da so gerade gehabt, jetzt habe ich hinten quer um mich. Dafür habe ich müssen aber einen kompletten Tisch drehen wieder. Nur war weit. Nur war weit. Ich bin mit nichts zufrieden. Halt ich zumindest. Ich denke mir, es könnte immer noch ein bisschen besser werden. So, du fährst jetzt gerade bergauf, das taugt mir wahr. Jetzt mit dem muss ich haben. Da fahre ich noch mit dem um. Schaut ja schon aus, voll. Das passt perfekt. Dann schicke ich mir ein scheiß Bier noch jetzt zu haben. Dann gehen wir. So, Moment, dann scheiß. Lassen. Weg, weg. Stelle den Motor her. So, da. Lassen wir mal. Die schicken wir nach Hause. Mit beiden Hänger. Ja. Wo du danach hinfährst, weiß ich noch nicht. Weil eigentlich habe ich zur Bretterfabrik. Wenn wir dort auch gleich hinfahren, oder? Wenn wir sowieso Bretter nachher zur Palettenfabrik, Paletten
Touristen. Vorher habt ihr es nicht gesehen, jetzt seht ihr es, wenn ich mir so einen Ausschwenker habe beim Fahren. Da hat er beide noch dran. Das hat in den Seitenspiegel so ausgeschaut, als wenn ich mir noch dran hätte. Was ich sagen wollte. Boah, ob es nicht sind, jetzt seht ihr es, wenn ich zum Beispiel immer so ausreiten tue oder sonst was, ist es nicht, weil ich nicht fahren kann, sondern es kommt daher, weil ich immer entweder zu dem Monitor oder zu dem Monitor schaue. Zurzeit eher auf den Monitor, weil dort habe ich so OBS laufen und die Aufnahme. Und da schaue ich mal, ob die Frames und alles passt oder ob ich irgendwas verliere. Beziehungsweise schaue ich während der Zeit immer. Aber zur Zeit passt was. So. Übrigens muss ich mich entschuldigen, ist da ein bisschen auf ein paar passiert. Und zwar, ich habe bei einem von den bei den letzten Videos gesagt, der Samstag beim Krone ist und der von LS19. Da habe ich mich dezent getäuscht. Es war genau an dem Tag, wo ich aufgenommen habe, am Freitag. Dafür sorge. Aber man kann es im Nachhinein alles anschauen auf YouTube. Jeder hat es gebracht. Vorher war es jeder, deswegen sieht man alles. Direkt die Gamescom selber sieht man auf YouTube. Ist aufgenommen und zeigt man. Also in dem Sinne, man kann alles noch anschauen. So, die kaufen noch nicht. Du bist jetzt noch unterwegs. Die wollte ich haben. Was nehmen wir? Das tun wir zuerst raschen, Vorsicht mit Laub. Ja, den stelle ich eine, den brauche ich jetzt draußen nicht mehr. Ladewohn. Und wenn wir den ummodifizieren. Das ist immer schön. Abhängen. So. Wenn man die Schraubflöhe wieder da her. Der hätte eigentlich unten losen können. Aber wenn wir es brauchen, dann sichern. Erst wieder unten, sonst braucht man das Schaufel fast eh nirgends mehr. Jetzt weiß ich, was ich nicht drauf mache. Da passt nicht. Passt da was nicht. Dieses Fenster lang. Und wo ist der kleine Hänger? Und
Also modifizieren wollte ich zuerst. Das Radgewicht kann ich wieder runter, nämlich. Aber noch was jetzt. Konfigurieren. Helfen wir auf Standard. Schon darunter. Und zwar Mais, oder? Raps, Mais und Sojabohnen. Oder täuscht mich das jetzt? Ich weiß echt nie, was ich brauche. Raps, Sonnen. Raps, Sonnenblumen und Sojabohnen. Raps, Sonnenblumen und Sojabohnen. Das war's. Das. Yes. Raps haben wir nichts. Sonnenblumen hätte Anhänger. Und Sojabohnen Anhänger. Outsets, aber in den Sojabohnen habe ich zwei Fall Outsets. Dann schicken wir jetzt aber zur Dieselfabrik. Bam, bam, bam. Auf Diesel. Reinstellen, passt. Der darf noch warten. Zuerst kommt der, weil den muss ich entladen. So, ich hab die Nase. Das war's. Das war's. Der bei der Dieselfabrik, die müssen noch dezent warten. Dann laden
Narzisstwort. Passt, so, dann. Du, mein Freund, hast die Arbeit gut gemacht, darum wirst du auch nicht ausgelacht. Was haben wir in der Zeit? Bitte. Und jetzt Eselhof. Passt. Stellen wir das. Helfer J wird durch ein Objekt blockiert. I don't know. Vielleicht Sicht der Geister. Aber wahrscheinlich wollte er weiter zutschieben und das hat er nicht geschafft. Das glaube ich eher. Lassen. So. So, da jetzt der Herausforderung. Das B laden oder so, sondern ausstellen da. Was geht's ja aus? Ist richtig nützlich. So schlau wie ich bin, nehme ich echt alle Day statt Day, wo bei der Produktion schon fertig ist. Sonst muss ich ja extra noch mal herkommen und der alle weg. Jetzt fällt mir auf, es ist ruhig. Ihr habt schon gesehen, der Diesel ist leer. Diesel ist leer, Diesel ist leer. Das machen wir gleich. Danke.
eigentlich loslassen. So. Helfer hat einen fast vollen Konter. Zuerst. Gut. Gut. Passt. Dann. Das Dieselfass, das kleine glänzende, den kann man ein bisschen holen. Das Dürre ist nämlich kleine Milch bzw. Wasser. Und das glänzende ist unser Dieselfass zum Diesel transportieren. Wir haben uns aber noch ein großes eingebunden besorgen für ein LKW beziehungsweise zwei LKW besuchen. So, der steht und das Gute ist, er steht richtig. Perfekt. So, aber liebe Leute, das war schon wieder Pferde. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ja, ich wünsche euch heute noch einen schönen Tag, beziehungsweise schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.